Hallo und herzlich willkommen zu. Geiler Start. Und zu God of War Ascension wollte ich natürlich sagen. Mit Peter. Hallo und dem Christian. Juhu, ich habe jetzt die Ehre anzufangen. Wir sind genau da ausgekommen, wo wir uns ausgeloggt haben. Ja, bei dem Fuße des Delos. Okay. Ich habe den Fernseher noch an. Nee, 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 du musst dich wehren und du kriegst auf die Fresse. Nein, nein, nein. Ah. So. Okay, very good. Ich kann währenddessen hier mit deinem Kabel rumspielen und dich voll verwirren, theoretisch. So, jetzt können wir wieder was tun. Ja, zum Beispiel die Harpie aufschneiden. Delos ist das? Wieso habe ich denn Apollos Fuß im Kopf? Ist nicht gerade bequem. Das könnte auch sein, ne? Das hieß nur Delos Anlegestelle. Weiß ich noch. Komm mal her! Bam. Weißt du, wer das weiß? Unsere Zuschauer wissen das. Oh ja. Du Trottel! Ja, du mit deinen komischen Fluchblades, ey. Ja, aber du hast alle weg. Im Multiplayer hast du aber Zeus, oder? Ja. Ich glaube, irgendwas musst du machen mit dem Stein-Ding. Also vielleicht dran springen. Kann ich vielleicht den Hebel drücken? Aber der leuchtet doch. Oh, what the fuck? Da kam ein Kraken hoch. Ich glaube, der verfolgt uns sowieso schon was länger, oder? Ja. Gegen den haben wir, also der hat uns schon mit Sachen beworfen und sowas. Ich glaube, den haben wir auch schon gestochen. Wie frech. Ja, echt mal. Unverschämt. Ihr müsst natürlich bedenken, das letzte Mal aufnehmen haben wir vor gut 2 Wochen gemacht, ne? Ja, bevor ich in Stockholm genau, war. Genau, Peter ich. War ja auf wichtiger Mission. Ja, sehr, sehr wichtig. Ja, Schwedenbesuch. Ja. Kein Ikea gesehen. Aber wusstest du, dass Schweden das Land ist mit den meisten McDonalds pro Einwohner oder was? Entweder das oder Quadratkilometer, aber da bin ich mir jetzt nicht mehr hundertprozentig sicher. Echt? Also haben die denn so viele oder ist das wirklich nur dann runtergerechnet? Naja, auf deren Größe bzw. auf deren Einwohneranzahl, wenn ich das jetzt genau wüsste, wäre das eigentlich besser, haben die halt vergleichsweise viele. Aber mir ist das in Stockholm auch schon aufgefallen, da ist wirklich an jeder Ecke ein Mc's gewesen. Was? Okay. Aber Schweden hat, glaube ich, auch relativ viel Land, wo einfach nichts ist. Ich meine, die haben gerade mal 9,5 Millionen Einwohner. So winzig ist das Land jetzt auch wieder nicht. Ja, das stimmt. Das ist ja ein Bruchteil vom Deutschland. Da kommt er. Guck mal, das hat gerade gefehlt. Ja, irgendwie schon. What the fuck? Da war eine Reaktionszeit ohne Ende hier. Ich wollte nur mal gucken, wie lange ich dafür Zeit habe. Ja, was ist los gerade? Weiter nach oben. Finde ich aber nett, dass die Krake da unten so wartet, bis wir gerade so fertig sind mit dem Kämpfen und uns dann einen Hui. Mitnimmt. Oh, super. Ja, doch direkt Zwei wieder davon. Voll. Aua. Aua, Alter. Hier ist wieder die Alter, Vater. Situation, dass die Kameraperspektive nicht als optimal zu bezeichnen ist. Findest du? Oder siehst du was anders? Ja. Nee. Ich muss mich konzentrieren. Kann ich mal aufhören mit dem Scheiß dazu schmeißen? Alter. Boah, du lässt dich aber auch so leicht verwirren von denen. Ich hab die gerade hochgeworfen, weißt du dann. Komm her. Das will die nicht, die will nicht gepackt werden. Tja, manche Frauen mögen das halt nicht so gerne. Was war das denn? Wo ging das denn hin? Das war die falsche, mein Freund. Aber die eine, die hat sich gut entfernt. Das heißt, die wird dir wahrscheinlich nicht allzu viel Palaver machen jetzt gerade, während du dich um die andere kümmerst. Ja, das war mein Plan. Jetzt, lol. Das mag die echt nicht. Die hat ein komisches Blitzschild dann quasi. Blitzdingsbums.
Komm schon. Oh. Man merkt, man muss erst wieder reinkommen in diese ganze Geschichte. Wenn du in letzter Zeit hier primär mit dem Truck durch die Gegend gefahren bist, dann hast du natürlich verlernt, Frauen zu schlagen. Wobei... Aber die haben ja meistens keine mehr. Achso, okay. Ey, das verfolgt einen jedes Mal. Ich glaube, das ist der Witz. Und dann weichen die aus und dann... Boah, Gott sei Dank hat sich die andere verlassen, ey. Na endlich, ja. Du hättest jetzt noch vorher schnell auf die Dinger wechseln müssen, die dir Leben geben. Nee. Hätte ich aber auch nicht dran gedacht. Also das ist jetzt hier wieder... Welche waren das denn? Der neunmal Clou. Ja, das weiß ich nämlich auch nicht. War das nicht... Nee, die Zeusdinger waren das, meine ich nicht. Quatsch. Golden Orbs, rote, blaue, grüne. Ja, siehst du? War das doch. Hast alles richtig gemacht. Ja. Wieso hatten die dir keine Glühenden gegeben? Ja, hier, weil das falsche Fähigkeit war. Aha. Oh Gott. Ja, genau. So habe ich mir das nämlich gedacht. Fängt so an zu britzeln, ja. Nein! Nein! Very good, very good. Ich glaube, den dritten Schlag, den... Den kann ich mir sparen. Ja. Das glaube ich nämlich auch. Ey, du hast noch hier... Achso. Magie, sagst du? Zwei dumme ein Gedanke, oder was? Brutzel, Brutzel! Das hat die jetzt wieder mit Leben erfüllt, weil das eine Blitztante ist. Boah, Gott sei Dank nicht, ey, das wäre voll krass. Das ist jetzt aber eine ganz schön knappe Geschichte. Ich würde mal sagen, bei dir sind alle Fässer leer. Alles voll. Oh! Ja! Komm her. Nix kannst du, gar nix. Jetzt kommen zwei neue. Sollen sich ficken. Jetzt kommen zwei Truhen, eine blaue und eine grüne, bitte. Ja, das wäre doch mal gut. Da hinten sind zumindest Truhen. Kann man denn hier noch irgendwas machen? Da ist so eine Truhe. Im Gradhaus, ich komme da nicht hoch. Kann das ist ja wirklich Zentimeter-Geschichte. Wenn der mal seinen Finger ausstrecken würde, dann wird der da drankommen. Sonst sind hier aber auch gar keine Truhen. Wofür war das denn eigentlich nochmal? Ach so, das war diese. Ah, okay. Na dann machen wir das doch mal hier. Das wäre gerade auch voll das Gute gewesen. Du hättest die verlangsamen können. Oder so was, oder nicht? Ja. Lauf, lauf, lauf. Leben! Gib! Juhu! Ey, guck mal, da im Hintergrund, da leuchtet was. Links, yes. Das sieht so aus, als bräuchten wir das, um weiterzukommen. Ah ja, stimmt. Sollten wir das hier weiter drehen? Nee, ne? Das fährt von alleine wahrscheinlich immer wieder. Immer runter. Ja, ich glaube, das ist wirklich nur dafür da, um da hochzukommen. Ey, ich frage mich, was passiert, wenn ich mich da in ein Loch reinstelle. Ich glaube, da kommst du nicht rein, weil da dieses Zahnrad da hinter ist quasi. I mean, you can try. Nee, kommst nicht rein. Unsichtbare Wand. Bringt aber auch nichts, das Ding ans Haus. 2000. Boah, ich habe überhaupt keinen Überblick mehr, was wir denn noch so upgraden können. Jetzt wäre mal wieder Zeit für unsere Chaos-Klinge, aber für die brauchen wir geschmeidige 12.400. Hier fehlt uns ja, noch der Zauber. Ja, wobei den... 600, da, ja komm. Ja, ich wollte gerade sagen, die haben wir ja schon größtenteils. Bums. Auge des Sturms. Das ist der einzige Zauber, den wir halt noch nicht kennen. Was war das? Ach, das Ouroboros. Verringerte Abklingzeit, das ist aber eigentlich auch nicht so schlecht. Allerdings bei 5000 Orbs, nee. Ja, das ist echt eine gute Frage. Dafür nutzen wir das wahrscheinlich zu selten. Das stimmt. Aha, wieso kann man hier hin? Ja, das ist auch immer so eine Frage, die ich mir auch stelle. Warum kann ich jetzt die 3 Meter weiter darunter laufen? Also, dann können sie auch überall eine unsichtbare Wand machen. Ich
meine, okay, jetzt müssen wir das benutzen. Dann dreht sich das Ding da und macht wahrscheinlich einen Weg frei. Komm. Ist da, warte. Ja, ja. War da nicht noch so ein Schalter oder so? So, das Ding. Was ist das? Das hier? Hier im Vordergrund. Ach, das? Verzierung. Ja, okay. Kann man durchschlagen. Hätte ja sein können. So, jetzt wieder. So. Aha. Ach so. Ah, das ist ja lieb. Jetzt haben wir hier so ein Block. In der Tat. Holst du mal die Diamantaxt raus und dann. Also der Raum ist total groß gewesen. Hier ist sonst gar nichts. Ja, du kannst auf jeden Fall den Block nicht weiter nach rechts ziehen, um da irgendwas mehr mitzumachen. Ja, wir gehen mal weiter. Nein, ich hab wieder drei Drohnen verpasst. Na egal. Oh, was haben wir denn hier? Was zur Hölle? Tja, jetzt ist Geschicklichkeit gefragt. Ja, die habe ich doch. Und jetzt? Zum nächsten. Ja, kein Problem. Junge! Gut, aber dann so ein Doppel. Wo kann man rechts hin? Ja, das ist ja jetzt auch schon wieder. Da kann man doch bestimmt irgendwo hinspringen, wo dann Truhen sind, die man nicht sieht. Man hat den ganzen Raum überhaupt nicht gesehen. Ach komm, ey. Da so links, da fehlte doch der halbe Bildschirm. Ja. Ja gut, da ist halt alles vergittert. Gewitter! Immer noch vergittert. Ey, da ist ein Loch. Okay, ist ein vielleicht, Loch. Vielleicht ist hier auch nichts. Da in einem Zahnrad war ein Loch. Er ist halt, ne, vergiss es. Frech. Da ist Wasser. Jo. Ah, wieder die Dinger. Insekten. Down! Weg damit! Dann ist voll Rage Mode activated, Junge. Ja. Deswegen leuchten die Ketten auch so cool. Oh yes. Das ist schon bunt, dieses God of War Ascension. Das stimmt. Rums macht's laut. Ah, wieder nur eine rote Truhe. Was ist das denn? Ah, grün und blau. Wieso denn jetzt schon wieder eine grüne? Egal, erstmal die Aussicht genießen. Wo ist eigentlich der Kraken? Oder das Vieh? Der chillt da unten so. Ja, wartet noch. Aber Geduld ist eine Tugend. Rechts rote Ton. Sag ich voraus. Okay. Hoho. Ich hab die aber auch gerade schon gesehen. Jeder ist ein Wahrsager. Ja, die grüne, weiß ich nicht, brauchen wir nicht. Nee. Lassen wir mal hier. Ja. Hui! Kannst du da nicht runter? Wahrscheinlich. Nicht, doch. Ja, gut. Ich finde, Versuch war es wert. Jetzt kann man uns nicht vorwerfen, wir hätten nicht mal wenigstens gesucht. Ah, okay. Ich hatte eher auf hämisches Gelächter gewartet. Nee, ich hab das ja selber vorgeschlagen. Okay. Da kann ich ja dich nicht dafür auslachen. Aber ich glaube, wir müssen die Truhen nochmal. Ah ja. Okay, da tut mir jetzt natürlich so sorry. Nein, die Mana-Truhe. Brauchen wir nicht. Ah, okay. Fällt mir ein, apropos Mana. So. Ah ja, das wollen wir auch mal sehen, wa? Wo viel Platz. Schon wieder Truhen? Das ist crazy. Nice! Der dicke Onkel, der macht mir Angst. Alter, du hast gerade geblockt in God of War Ascension. Allein dafür müsstet eigentlich jedes Mal, wieder du das machst, eine Trophäe geben. Ey, wie frech! Guck mal, Sepp war online. Das ist noch einer. Ja. Ich
fürchte, es wird Zeit, den Zauber auszuprobieren. Ich fürchte, du hast wieder genau das gleiche gedacht wie ich. Hammermäßig verlangsamt. Das ist natürlich cool. Aber noch mal da, man muss nochmal dabei sagen, dass, dass der Zeus-Zauber der einzige Zauber ist, den man selber noch stärker machen kann. Das stimmt. Oh, wie ärgerlich. Hör auf mit deinem Quatsch noch mir zu schmeißen. Echt, machst du denn noch eine Waffe gerade? Ja. Also eine. Ja, okay. Bam! Ja, guck mal, der war ja gar nicht so verkehrt. Alter. Die Amazone ist krank. Hey, wie sollst du, wie schnell solltest du denn da gedrückt haben? Oder hast du einfach das falsch? Ich habe aus Versehen, weil ich noch im Kombo bin. Yes, Sir! Bums. Die hält aber auch gerade aus, die verkackte Amazone. Was? Nein, da war ich zu spät. Ich glaube zu spät, ja. Das hat gepasst. Weg da! Lass mich durch. Egal wo du hingehst, der kommt dann zu dir, oder was? Der. Leben die hat, das gibt's überhaupt nicht. Wie lange muss ich denn dann gleich auf die Dicken einkloppen? Die sterben irgendwann, solange du nur im richtigen Moment da die Taste drückst. Aber die machen mir auch jedes Mal Damage. Hammer. Wenn ihr das mitten beim Zuschlagen macht. Nicht so gut kombiniert, Dr. Watson. Fickt euch, Leute. Yes. Komm, 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 komm. Ah, die lassen sich auch gut Zeit. Ich meine, man hört zwar, wie die so das Getrappel von denen. Oder das ist langsamer als. Als man das hört, ja. Wo ist die Olle denn jetzt? Ach, da. Hast du jetzt aus Versehen im richtigen Moment getroffen? Nee. Absichtlich? Dann warst du nämlich ganz schön schnell. LOT! Ich dachte, man muss da nur so ausweichen. Hey, wie schnell musst du denn sein? Komm schon. Jetzt wird er doch noch zensiert. Ja. Vor den lieben Blümchen. Okay, vielleicht auch nicht. Alter, das gibt aber krass viel Leben. Kannst du mal aufhören, hier so einen Quatsch zu machen? Komm mal her. Yes! Sieht so cool aus. Du kommst jetzt auch mal hier. Das hat zumindest geblockt. Das hat zwar nicht so geblockt im Sinne von zurückblocken, aber immerhin den Schaden abgeblockt. Ich hatte eben gedacht, das ist wieder so ein Finisher, wo du ausweichen und selber zuschlagen musst. Deswegen hatte ich auf die Tasten gemacht. Ach so. Alter. Einmal den Geburtskanal bitte öffnen.